Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid okay damit, dass ich heute meinen alten Ton nehme. Aber YouTube hat mich die letzten zwei Videos geärgert, indem sie halt beim Hochladen die Tonspur einfach verschoben haben. Hey, frag mich nicht, an was das liegt. Ich habe keine Ahnung, aber es hat mich so geärgert. Weil für mich ist es halt auch wichtig, dass das aufeinander liegt, weil ich hasse es auch, wenn jemand ein Video hochlädt und da ist die Tonspur nicht so richtig an Ort und Stelle. Und das hat mich so geärgert. Und da ich mich heute nicht ärgern möchte, der andere Ton kommt sicher auch mal wieder, bin ich mir 100% sicher, gibt es heute halt mal eine Oldschool, bisschen rauschig und so. Aber wir machen eh nur ein Favoritenvideo. Was heißt nur? Das mögt ihr. Also bei meinen Favoritenvideos ist es immer so, dass ich mit den Dingen anfange, die ich nicht so wirklich in die Kamera zeigen kann. Da ist ein Podcast dabei und mit dem legen wir jetzt los. Und zwar ist das Bauerfeind und Kuttner. Und man muss halt auf dieses Gelabere von der Sarah und von der Karin muss man stehen. Denn die labern da in diesem Podcast halt wirklich einen Haufen. Und das liebe ich halt, ne? Also ich bin halt auch ein Fan von der Sarah, weil die ist halt wie ich. Sie hat ADHS und ich finde sie sehr inspirierend, muss ich sagen. Und die Karin Bauerfeind habe ich natürlich ein bisschen ignoriert so in der Vergangenheit, weil man kennt sie halt auch von Rundfunk und Fernsehen. Die ist ja keine Unbekannte, aber ich habe sie immer so ein bisschen, die ist mir zu langweilig. Ist sie aber gar nicht. Die Frau ist super cool und ich kann den Podcast wirklich empfehlen. Ich muss sagen, das kleine Fernsehballett habe ich ja auch gelebt, aber seit die da zu Podimo gegangen sind, man will ja nicht zig Abos haben und ich tue mich da echt schwer, noch ein Abo abzuschließen, muss ich sagen. Deswegen wird Bauerfeind und Kuttner gerade richtig gerockt und ich werde euch einfach den Podcast mal unten im ersten Kommentar anpinnen. Oder in der Infobox. Vielleicht packe ich es auch in die Infobox. Mal gucken. Dinge, die ich nicht in die Kamera zeigen kann. Das ist auch der Little Chef, heißt er, glaube ich. Ich werde es euch natürlich auch wieder hier wieder einblenden. Ich liebe den. Als ich den gefunden habe, also wenn mir was wirklich gute Laune bereitet, dann eher. Und es erinnert mich an so eine Serie aus der Kindheit. Das Wunder aus der ersten Straße, dritten Straße. Oh, wie hat es geheißen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich weiß, ich habe eine alte Community und ihr habt das sicher auch geguckt. Das waren zwei so Knetfiguren und eine war blau, die andere war orange. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Und der Little Chef interagiert nämlich auch mit Human-Persönlichkeiten. Stellenweise hat auch das ist, glaube ich, ein englischer Kanal. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und da sind halt eben auch so Popstars und so sind zum Teil auch mal mit drin. Und das ist einfach so witzig. Ich liebe das total. Und auch dieses Profil werde ich dir einfach mal erst den Kommentar anpinnen. Ich hoffe, wir machen es Infobox, ne? Weil ich diese Videos ja immer vordrehe. Und den ersten Kommentar, den kann ich... Ich werde es mir überlegen. Sorry, ich bin heute so ein bisschen aufgedreht. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Na doch, die Leute, die mich kennen und die meinen zweiten Kanal kennen, wissen, was mit mir los ist. ADHS rockt heute mal wieder ganz schön. Na, auf jeden Fall guckt euch The Little Chef Koch. The Little Chef heißt er, glaube ich. Guckt euch ihn an. Der ist einfach so süß. Ich liebe ihn. Wenn er dann so Kommandos gibt, zum Beispiel, so das erste, was ich von ihm angeguckt habe, war, wie er so einen Briefumschlag aufgehangen hat als Leinwand. Und dann ist halt so eine Hand, so eine menschliche Hand gekommen und man hat also Kommandos gegeben und so. Das ist alles gar nicht so gut zu erklären. Ihr müsst euch angucken auf Instagram. Ich werde es euch definitiv verlinken, entweder erst die Kommentar. Oder guckt einfach mal in die Infobox rein. Bei der Sache, die ich euch jetzt zeige, war ich schlicht und ergreifend zu faul, die auszuziehen, weil ich jetzt nachher gleich auch rausgehe. Und zwar sind das meine Vans. Ich habe endlich Vans. Das ist auch so ein ganz komisches Kindheitsding.
Ich wollte immer mal Vans haben, aber die waren mir immer zu teuer. Und dann hat man sie sich nicht gekauft. Dann ist man eher wieder zu Chucks übergegangen. Und ich habe sie immer mal wieder wirklich Kleinkinder gesehen, die Vans anhatten. Eine Mutter habe ich mal angesprochen, die Tochter hat keine schwarze Vans angehabt. Und die nur so zu mir, ich muss sie ihr kaufen. Ich glaube, ich habe die eher mir gekauft als ihr. Ich weiß nicht. Und die haben halt schon auch eine ganz gute Qualität. So ist es nicht. Das ist nicht irgendein Stoffschuh. Aber ich will nicht wissen, was die im Little kosten. Keine Ahnung. Aber das war so süß. Da ist das hängen geblieben. Und meine habe ich selbstverständlich dann auch gebraucht gekauft. Ihr wisst ja sowas. Da greife ich zu Secondhand zurück. Habe ich 20 Euro bezahlt oder so? Also nicht so viel, es geht auf jeden Fall. Und die trage ich gerade rauf und runter. Mein Thema, gerade im Umgang mit ADHS, ich will es hier nicht zu viel einbinden, weil dazu ist jetzt eben der Zweitkanal da. Make it fun. Das habe ich mir ja auch von der Sarah Kuttner abgeguckt. Das sind Proben. Ich habe mir Proben von Holy bestellt. Wenn man mal weiß, welche Sorten einem gefallen, weil so eine Box kostet, also so eine Dose kostet dann auch gleich mal 40 Euro. Und wenn dir die Geschmacksrichtung nicht zusagt, sollst du ja erstmal rausfinden. Es sind lang nicht alle Sorten, ne? Also ich habe jede Menge hier und ich habe gemerkt, so die Tees von Holy, es sind nicht so meins. Also die stinken ein bisschen ab, aber die Energy-Sachen und die Hydration-Sachen, die haben auch nicht so sau viel Kalorien. Also 500 Milliliter, du kriegst hier da so ein Schickerchen, haben um die 30 Kalorien. Das geht. Das geht. Also, Prost erstmal. Ich habe hier Erdbeer-Mandarine. Das schmeckt voll gut. Ohne Zucker. Ist natürlich wieder irgendein Süßungsmittel, ich glaube Sucralose oder so drin. Ich muss mich beim Trinken austricksen. Ich weiß, es wird nicht ewig funktionieren. Ich kenne mich dazu gut. Aber im Moment funktioniert super gut. Auch mit dem Ausprobieren und so, es ist eine richtig tolle Sache. Ich darf ein so ein Ding, habe ich mir gestattet, pro Tag trinken. Manchmal auch zwei, wenn es so vom Trinken her nicht so gut funktioniert hat, von der Menge. Ich krieg nicht mal zum Teil nicht mal 2 Liter in mich rein. Das ist so schlimm. Und mit sowas funktioniert es ein bisschen besser. Ne? Also das ist halt so ein Rumtricksen. Holy Energy. Ich werde es mal so machen. Ich werde euch unten einfach auch einen Rabattcode. Das ist nicht meiner. Das ist der Rabattcode vom Snow. Dem folge ich auf Twitch. Das ist ein Angestellter von Stay. Macht aber auch eigene Sachen, aber der macht die ganzen Dungeons and Dragons Sachen beispielsweise und hat da eine Kampagne mit Stay und Co. am Laufen. Und von ihm habe ich halt einfach den Rabattcode verwendet. Und da kriegt ihr bei der ersten Bestellung, kriegt ihr 5%, glaube ich, oder so. Ich werde euch einfach mal die beiden Rabattcodes raussuchen. Ihr klickt da drauf. Der kriegt natürlich dann eher eine Provision, nicht ich, ne? Also. So ehrlich bin ich dann schon. Wer weiß, vielleicht sieht es ja Holy und glaube ich weniger. Und durch das, dass ich auf meinem Zweitkanal halt also ab und zu mache ich ja noch Food Content, so ab und zu mal ein Food Diary oder so. Aber solche Videos gibt es ja nicht mehr so richtig auf meinem Zweitkanal. Und durch das will ich es halt in die Favoritenvideos wieder so ein bisschen einpflegen. Parfümtechnisch. Das ist gerade genau mein Jam wieder. Also beim Parfum ich finde es super interessant. Ich habe jede Menge, man sieht es ja auch hier hinten rumstehen. Und wie sehr mein Geruchssinn sich im Laufe der Zeit verändert. Mal mag ich das, dann mag ich das, dann mag ich eine Sache überhaupt nicht mehr, kann sie nicht mehr riechen. Klar, die sind halt relativ groß. Sie kosten aber nicht viel. Die kosten um die 8, 9 Euro. Sie sind ein bisschen teurer geworden. Auch die Düfte, ja. Da steckt immer ein bekanntes Pendant dahinter. Also es ist ein Duftzwilling. Ich finde, der riecht richtig toll frisch. Den habe ich mir blind bestellt, sogar, muss man sich vorstellen. Aber was ich ganz gut finde, also von manchen Sorten gibt es kleine. Es gibt nicht alle in klein. Das gibt es, glaube ich, auch nicht in klein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Aber man macht nicht viel kaputt. Das ist ein recht frischer Duft. Den muss man natürlich öfter mal auftragen. Aber trotzdem, man kann das auch überparfümieren. Ne? Überparfümiert euch nicht. Das ist nämlich so ein kleiner. Davon. Das ist immer cool, wenn du so kleine kaufen kannst. Die sind ja im Durchschnitt sind die ein bisschen teurer. Aber wenn du eh schon so viele Düfte hast und lass die wirklich in den Kartons, ne? Wenn es nicht dunkel steht und ihr eh von der Qualität her nicht so tolle Düfte habt. Das Licht macht halt auch jede Menge kaputt. Von dem her lasst einen Karton drin. Mache ich ja auch immer. Und einen alten, den man bei mir schon ganz oft gesehen hat, der ist aber auch schon relativ leer, ist der Cute. Also da bin ich mir sogar am Überlegen, ob ich mir den nachkaufe, weil den habe ich halt echt, den feiere ich. Den feiere ich auch, wenn er alt ist. Also der riecht noch so ein bisschen nach, besonders irgendwie, wenn du den irgendwie auf so Tücher gebracht hast. Ich habe ja öfter mal so ein Halstuch dran. Da ist der halt wirklich sehr herausstechend. Die anderen zwei sind aber auch mega gut. Und wie gesagt, die kleinen, da zahlt man nicht viel. 4, 5 € oder so. Also ist echt machbar. Klar, die sind günstiger, aber wenn du halt bloß eine Kapazität von so einem kleinen hast, musst du halt auch aufbrauchen können. Ja, oder du sammelst halt Düfte dann. Anfänglich dachte ich immer so, die Larif-Düfte, die kannst du vergessen. Es gibt Sorten, die riechen auch im Laden scheiße, ne? Also die packst du dir drauf, denkst dir so, hä, so, wie, sowas kauft jemand und dann bist du fast zu Hause und riechst dann wieder an deiner Hand und merkst dann, ah, die Kopfnote war halt überhaupt nicht so. Und bei manchen Sorten ist das bei Larif tatsächlich, aber die haben sich auch gebessert, ne? Also mit der Zeit. Und da kommen eigentlich regelmäßig neue Düfte raus. Und das sind so die drei, die ich gerade, also No-Brainer, die ich einfach ständig drin habe. Leo, die war toll. Oh. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, kauf sie doch nach. Aber ich habe jetzt vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo ganz deutlich abgestimmt wurde. Teste mal die von Sundance. Dann habe ich halt noch ein bisschen was in meiner Visan drin, die ich ja schon vorgestellt habe. Und dann habe ich noch eine San Ozon da, die ich mal aufbrauchen sollte. Die mochte ich wirklich. Also, wenn ihr jemand wie ich seid, der so ein bisschen fettigere Haut hat, wenn ihr euch schminkt, dann kann die euch, glaube ich, Probleme machen. Ne? Also, da ist die, glaube ich, wirklich zu trocken und kann so ein bisschen abperlen, weil die halt doch so ein bisschen, die lässt so eine Schicht auf der Haut. Bist du aber jemand wie ich, der vielleicht noch getönte Tagescreme oder so verwendet oder so? Weil die macht so einen leichten Filter auch auf der Haut. Und als ich die zum ersten Mal drauf hatte, da hat man mich gleich gefragt, was für ein Make-up trägst du da? Das ist ja voll gut. Und das ist halt die Sonnencreme. Ich liebe die. Die ist echt klasse, aber es ist halt nicht viel drin. Ne? Also es sind halt 30 Milliliter und wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Du trägst ja 1 Gramm auf, also hast von so einer Tube nicht wirklich lange. Die kostet aber, ihr müsst mal gucken, die ist manchmal im Angebot. Rossmann, Müller und DM hat sie. Sie ist manchmal im Angebot und da halt einfach auch drauf gucken. Ansonsten kostet sie 8. Ist auch ein Geld, ich weiß, aber die ist toll. Weil ich bin auf PD Protect gekommen, weil diese Gnocchi, die ich ja auch schon mal vorgestellt habe, er arbeitet ja auch PD Protect mit Neuer und der Angelique Kerber zusammen. Gnocchi halt die Marke der beiden. Und ich mag ja die Gnocchi Sonnencreme fürs Gesicht auch recht gerne. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal die aus. Ich finde die fast besser als die Gnocchi ohne Witz. Also schaut die euch mal an. Ich bin ein bisschen unhappy, dass ich es jetzt leer gemacht habe, aber es gibt ja Neues zum Testen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich ohne Sonnencreme rumlaufe, sondern. Zum einen brauche ich ja auch auf und zum anderen teste ich ja auch schon wieder was Neues. Ich habe mir dieses Pendant von Essence gekauft, was ja wie diese Laura Mercier Filtergeschichte sein soll. Also das ist ein Glow. Das trägt man unter Make-up auf und dann kommt das Make-up drüber. Ich habe ja jetzt kein Make-up an sich. Ich habe das auch schon mal komplett auf dem Gesicht aufgetragen, aber das ist eher kontraproduktiv für jemand, der halt große Poren hat. Also tragt es nicht überall auf, tragt es vielleicht punktuell auf. Das ist kein Highlighter an sich. Da ist es, glaube ich, auch ein bisschen zu schwach.
Also ich gucke halt schon, dass du es jetzt nicht irgendwie nur hier auftragen, sondern ich trage es mir schon auch komplett auf, aber ich pudere das halt dann ab. Also nicht alles abpudern, weil dann hast du ja auch den Effekt nicht mehr, das ist klar, weil ich eben ja auch Mineral-Make-up habe. Ich finde es ganz schön. Ne? So Essence macht es ja jetzt auch so, dass sie Mikroplastik frei arbeiten, aber da muss man aufpassen, denn die arbeiten trotzdem immer noch mit Kunststoffen, die sich kleiner auflösen wie Mikroplastik im Wasser. Und das muss nicht angegeben werden oder darüber wird ja nicht gesprochen. Und das macht ja Essence nicht, um so naturverbunden zu sein, sondern weil es halt einfach eine Marketing-Sache ist. Sprechen wir es so aus, wie es ist. Und ihr solltet euch aber trotzdem nochmal so die Inhaltsstoffe angucken, weil, wie schon erwähnt, es können natürlich auch andere Inhaltsstoffe drin sein, die nicht ganz so toll sind. Und im Allgemeinen, na, sind ja solche Sachen auch nicht unbedingt natürlich. Aber wer ist schon perfekt? Ich versuche, wie gesagt, diesen Impact, den ich da habe, so gering wie möglich zu halten. Natürlich kann man jetzt mir sagen, ja, aber was ist mit diesem kleinen Päckchen hier, so holy und so. Natürlich werde ich mir nicht weiter irgendwelche kleinen Päckchen kaufen, sondern eine große Dose, wenn ich mich mal sortentechnisch durchprobiert habe. Ja, wir sind alle auch bloß Menschen. Ne? Jeder hat seine kleine Aufgabe und wenn er die gut erfüllt, dann ist es doch okay. Und von Perfektion spricht ja keiner. Find's ganz nett. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde, weil solche Sachen gehen bei mir eigentlich meistens immer kaputt, weil ich ja nicht regelmäßig geschminkt bin. Aber ich nütze es ganz gerne, wenn ich geschminkt bin. Sagen wir es mal so. Natürlich kommt auch noch ein bisschen Skincare. Ich habe das Serum mal vorgestellt. Ich habe hier den Adventskalender gehabt und von den Sachen, da habe ich ja noch jede Menge. Und das Grüne mochte ich ganz gerne. Das hat halt nur einen Nachteil, das sollte man nicht mit Säuren anwenden. Ne? Muss man wissen. Auch ein Waschgel mit AHA und PHA solltest du da dazu nach Möglichkeiten nicht verwenden, wenn du halt die Inhaltsstoffe. Wenn du diese Bereicherung haben möchtest von den Inhaltsstoffen, die da drin sind, da steckt auch ein bisschen Marketing drin, dass es grün gefärbt. Na, also, das hat natürlich, jetzt durch meine Ausbildung habe ich auch so ein bisschen eine Farblehre mit dabei gehabt. Grün ist ja natürlich immer so frisch, gesund und so. Aber da hat es halt keine Inhaltsstoffe drin, die diese grüne Farbe unbedingt ausmachen. Na, also. Ich weiß nicht mehr, was für ein Farbstoff drin ist. Irgendwie Eisenoxid, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe die Inhaltsstoffe nicht mehr im Kopf. Ich habe dazu aber ein Video gemacht. Das kann ich dir gerne mal unters i legen, wenn du möchtest, falls du dir das gerne mal komplett anschauen willst. Ich finde, das ist ein super geiles Serum, weil gerade zum Beispiel dieses Vitamin C-Serum von No. Ich mache das halt immer ganz gerne, dass ich irgendwie ein Antioxidant gerne aufs Gesicht auftrage und dann Sonnenschutz draufpacke. Weil dann unterstützt man den Sonnenschutz auch so ein bisschen. Mit dem Vitamin C kann ich das halt nicht machen, weil das ist mir halt echt zu fettig. Also ich habe halt allgemeine fettige Haut und nach der Reinigung möchte ich nicht gleich meine Haut schon wieder fettig haben. Und dann packt man noch einen Sonnenschutz drüber, der ja dann auch ein bisschen speckiger mit der Zeit wird. Naja, deswegen das hier. Man kann das aber kombinieren, wenn einem diese ölige Konsistenz von dem anderen Serum nichts ausmacht. Also man kann beides aufeinander verwenden. Skincare tobt dich aus, wenn du da Bock drauf hast. Ich würde mir dieses Serum jetzt nicht nachkaufen. Ne? Also es ist ganz selten, dass ich irgendwie mal mir ein Serum nachkaufe. Aber ich mag's. Ich verwende das total gerne und habe das gerade regelmäßig auch drauf. So, und wie immer an der Stelle frage ich dich, was sind deine Favoriten? Knall sie mir doch bitte unten mal in die Kommentare rein, weil man ist ja auch immer so ein bisschen auf der Suche nach neuen Produkten. Wie handhabst du das zum Beispiel mit Trinken? Trinkst du regelmäßig genug oder bist du eher so eine Trockenblume wie ich und vergisst es regelmäßig? Also ich muss mich immer so ein bisschen austricksen und zurzeit ist es halt holy und falls du da selber Bock drauf hast, denk daran, das ist nicht mein Rabattcode, das ist der Rabattcode von Snow, aber damit wird es ein bisschen billiger und besonders die erste Bestellung. Ich würde sagen, ich melde mich an der Stelle wieder ab.
bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Wir sehen uns in meinen Kommentaren wieder. Ich möchte von dir ein paar Favoriten wissen, würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!